Servus miteinander und willkommen zu Dark Souls 2. Weiter geht's. Wir können ja mal Folgendes machen. Ja, wir reisen jetzt zum anderen Leuchtturm und zwar nicht dorthin, sondern dorthin. Wir haben ja letzte Folge diese Rosebeth befreit, die auch wieder mal Zauberin ist. Keine Ahnung, why so viel Zauberer hier sind, aber ist ja wurscht. Ich hau's mal kurz meinen Timer an. Zack, und los geht der Spaß. So, wir haben ja hier mehrere Wege zur Auswahl. Drei Stück. Die sagen ja hier auf gar keinen Fall, sondern wir sollen da gehen. Und wir sind vorher da gegangen. Deshalb gehen wir jetzt mal da. Versucht links. Alter, warum liegen denn hier immer... Oh Gott. So viele Blutlack. Oh shit. Boah. Hä? Es wird immer dunkler. Oh nein, davon sind solche Geister wieder. Oh, I see shit, Junge. Hä, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Oh, da rennt was vor mir. Oh! Aha. Da ist er. Das ist ja mal asozial. Aber okay, was riech ich mich auf? Es ist Dark Souls. Es ist... Hey, wir machen eine Nebelwand, wo man nichts mehr sieht. Und dann packen wir da noch lauter solche Arschgeigen rein. Boah, das sieht mir hier nach Schreien aus und nach Tod. Seele eines Ritters Menschenbild. Hinterteil voraus. Gefällt mir nicht. Er ist wurscht, ich geh jetzt trotzdem hin. Nachricht, Toxin voraus, Kopf voraus. Boah, das gefällt mir gar nicht. Ah, hier ist ein Typ. Oder auch nicht. Hä? Leave me be. I like it quiet. Business have you here, traveler? You may call me Vengal. Vengal. I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody. Kill me. So I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it. But it's not so bad, really. Now I watch the days go by. Gaze at the night sky. Lol, also wenn man zufrieden ist, als Kopf hier irgendwie rumzugammeln, dann weiß ich auch nicht. Okay. I've grown weary of battle, but did not realize it until now. Ja gut, passt. Sehr schön. Ich weiß nicht, was euch zu dieser Reise bewegt hat und ich werde mich auch nicht ablassen zu fragen. You may bear a great burden, don't we all? I prefer to stay my distance. Okay, ja, passt ja. Du kannst da bleiben, aber gib mir irgendwas, bitte. I want
to warn you of something. My body. Vor meinem Körper. I see visions. My body. Kopflos herumwütend. Oh shit. Das ist wirklich bloß der Kopf. Wielding my sword, a sword forged only to kill. Oh shit. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Okay. I learn new things every and if I can help you. If you Okay, jetzt wird's richtig geil. Ich kann von einem Kopf Gegenstände kaufen. Was kannst du kaufen? Okay, ein richtig starkes Schwert. Ein ultra groß Schwert. Das ist aber scheiße, weil es C und D skaliert. Da habe ich keinen Bock auf so ein Scheißschwert. Hau ab. Was ist denn das, Alter? Zerstörungsgroßpfeil. Wie viel? Wollen wir mal. Was hat er denn hier? Blitzurne, Goldharz. Rechte Hand. Harz 4, hä? Was ist das? Zauberbarriere. Nee, aber diese Dinger finde ich irgendwie geil. Zerstörungsgroßpfeil, keine Ahnung, ey. Wie viel kann man da davon kaufen, hä? Oh. 36? Wollen wir es machen? Nee, komm, so oft nehmen wir Armbogen nicht. Geste lernen, Kopf ab, Geste. Das ist geil. I cannot lie. Sometimes I was at and for his highness, but perhaps it's I was born when I was eventually been a self. All I ever knew. What a Alter, der labert mich hier voll. Sorry, dass ich jetzt hier überspringe, aber ich hab gleich keinen Bock drauf. Ha! Jetzt soll ich mir was geben! Ha! Scheiße! Jetzt muss ich gucken, was er mir gegeben hat. Was hat er mir gegeben? Halt! Das erste Mal. Willkommen. Kommt schon. Verhöhnen. Winken. Siegerfaust. Kriegsschrei. Nix da. Was ist nix da? Das ist dumm. So, ändern. Machen wir hier. Kopf ab hier. Genau, so schaut's ab aus. So. Aber was haben wir bekommen? Schauen wir mal kurz, was wir bekommen haben. Davon schon mal nix. Den Fall ich rum. Degen. Die Axt haben wir schon vorher erst gehabt. So, was haben wir hier? Haben wir ein Schild bekommen? Nein. Haben wir einen Ring bekommen? Nein. Der wäre jetzt nicht schlecht, verlangsamt der Fall von Ausrüstung. Das wäre jetzt echt kein schlechter Ring, ne? Aber ich habe halt leider geilere Ringe. Stellt TP wieder her, der ist unmittelbar geil. Erhöht maximal Belastung, ist auch geil. Ja, keine Ahnung. Was haben wir davon gekriegt? Rüstung? Ja, sein Helm. Oh, der ist ja mal epic, Alter. Der ist ja mal richtig gut. Er gibt weniger Resistenzen als mein Helm jetzt hat, ne? Aber um einiges mehr Damage. Alter, fuck. Da brauche ich gar nicht nachdenken, ey. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und ich habe... Oh, das sieht jetzt mal richtig gut aus. Und ich habe trotzdem noch hier Quick Roll. Finde ich geil, dass wir jetzt den haben. So, dann gehen wir jetzt mal... Ja, da vorne ist schon der nächste Gegner. Ich sehe ihn. Da ist er. Den klatschen wir jetzt mal um. Da ist er. Au! Down. Schimmernder Lebenstein. Ich weiß halt nicht, wo ich hinlaufen soll, ne? Das fuckt mich gerade übelst ab. Okay, also hier kamen wir. Ich geh jetzt einfach mal hier links hoch. Oh, 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 oh. Was war denn hier los? Diese Geräusche sind echt gruselig, Alter.
So, wenn man hier oben ist, kann man ein bisschen was erkennen. Also hier sind Blutlaken. Ich gehe jetzt mal hier links weiter. Hier ist wieder ein Gegner. Schießt du auf mich, du Scheiße? Hier ist eine Seele. Okay, also das ist wirklich eine große Seele, okay. Geht's mal hier links weiter. Hier geht's nicht weiter. Okay. Gehen wir mal so weiter. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hingehe, ne? Ich sehe halt nichts. Ich sehe wahrscheinlich auch nichts. Also sehen wir alle nichts. Stehen hier. Kopf voraus. Gut hinsehen, aber dahinter. Hä? Oh mein Gott, wenn ich hier schon lauter Leichen sehe, Junge. Okay, also hier gehen wir jetzt mal noch nicht lang. Ich hab da. Aha, schau her, ich kann da Steine reinstecken. Kopf voraus. Ich bin mir sicher, dass wenn ich da einen Stein reinstecke. Hä? Hurra, hier vorne. Aha, witzig. Wenn ich jetzt da einen Stein reinstecke oder irgendwas tue in der Art und Weise. Junge, ich muss meinen Bildschirm. Ah, hier ist wieder ein Gegner. Hier ist wieder ein Kopf. Versucht angreifen, echt jetzt? Hier. Okay. Okay. Oh! Alter! Dein Scheiß Ernst! Oh! Alter! Wo ist der? Da ist er! Alter, willst du mich verarschen? Junge, sind die ekelhaft! Hey, der hat mich jetzt fast getötet, da vorne ist der nächste! Okay, da hinten sehe ich noch einen. Weit weg, aber. Hol uns mal die Kiste. Ring voraus, aber Vorsicht, Hinterhalt. Echt jetzt? Ich trinke ein Estus, scheißegal. Was ist ein Chloriatiering? Da. Erhöht Ausdauerdegeneration. Okay. Das ist aber ein geiler Ring, ne? Scheiße. Also der Lebensring, dieser Regenerationsring, der ist echt langsam für den Arsch. Der da. Ja. Was macht denn der? Ich meine, was bringt denn der? Oder? Keine Ahnung. Er stellt halt ein bisschen Ausdauer wieder her, aber gut, wir haben jetzt eh ein Schild, das Ausdauer regeneriert. Das heißt, ich brauche jetzt den Ring nicht. Aber wenn ich zum anderen Schild wechsle, dann könnte ich den Ring tragen. Oh! Da ist einer! Das war wieder ein normaler. Ich gehe da nicht hin. Wagt es ja nicht. Du Scheiße.
So, da ist ein Gegner. Und da ist eine Kiste. So, der kommt jetzt gleich. Hier. Also einer geht gerade so. Mehr. So, was hat's hier? Ring der alten Sonne. Ehrlich, scheiße, Mann, wie viele Ringe hier gibt, ey. Ring der alten Sonne. Ja, hier, was kommt der? Explodiert an der Schadensgrenze. Hä? Was folgt? Mehr Kraft, je mehr geschadet wird. Erlangt mehr Kraft, je mehr dem Träger geschadet, dann explodiert er und fügt den Gegner in Nähe Schaden zu, während er sein Träger unbeschadet bleibt. Unsere Taten schlagen auf uns zurück. Komischer Shit. Genau, ich nehme jetzt erst einmal nicht, okay? Jetzt gehen wir mal in die Ecke, in die Richtung. Solange bis es nicht mehr weitergeht. Okay, da vorne ist ein Gegner. Okay. Tot. Hurra für Nachricht. Danke, ihr Affen. Schön langsam. Da steppt einer. Leutz Talisman, was immer das sein soll. Lügner, übrigens Vorsicht vor Angreifen. Scheiße. Alter, ich blick halt gar nicht, wo ich bin, ne? Ah, hier bin ich hergekommen. Jetzt gehen wir wieder links. Und gehen da den Weg hoch. Ah, nicht den hier, sondern... Ich will hier raus, ja, ich auch. Wir haben nämlich drei Estos. Er ist schon ganz schön eklig hier, Alter. Hä? Okay, das war jetzt wieder. Ah, Mann, ey. Man kann nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Geist ist von denen, ein böser oder ein guter. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und hoffen, dass hier, dass wir jetzt hier nicht drauf gehen. Das sieht mir schon geil aus mit dieser Maske, oder? Ha? Badass, oder? Badass, ey! Leuchtfeuer, geil! Genau so wollte ich das. Und ja, wir hocken uns hin. So. Gegenstandskiste. Wollen wir ein paar Shit-Sachen ablegen? Zum Beispiel Falichon und Degen und Axt. Drachentöter, Halbmond-Axt. Was ist das? Ich will mal kurz wissen, wie groß die ist. Nee. Nee, du. Danke, aber no thanks. Kann ich die nicht. Junge, jetzt muss ich eine andere Waffe auswählen. Alle erstmal, ich glaube, ich spinne. So.
Ablegen, bitteschön. Weil, guck mal, mein 166, mein kurzer Hammer, hat mehr Damage als die. Das ist lächerlich, oder? Ha! Lächerlich. So, was haben wir hier noch aufgesammelt? Das Schrottschild. Den Schrotthelm brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ringe, ey. Oh, ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie den Ring geil mit Ausdauer, ne? Und irgendwie auch den da. Explodiert Schadensgrenze. Ist auch nicht schlecht. Ich würde auch gerne mehr angefangen. Also am liebsten, ich hätte dann Leben 10 Fingerringe. Weißt du, Leute? 10. Weil stellt langsam TP wieder her. Das ist doch irgendwie ein Schmarrn. Also ich meine, wir haben 1300 Health. Der stellt 2 in der Sekunde her. Also da wirst du nicht mehr fertig. Keine Ahnung. Explodiert an der Schadensgrenze. Ja, was ist denn das? Das ist unser Havels Rüstung, ne? Den brauchen wir. Unbedingt. Ja, keine Ahnung. Springen wird benötigt. Was ich auf jeden Fall machen, was ich, also ich würde gerne ein Level abnehmen. Und zwar, wir haben ein paar kleine Seelen, die wir verballern können. Ach, super. So. Jetzt gehen wir mal kurz nach Majula und dann schauen wir mal, wie viel brauchen wir für ein Level ab und das hauen wir dann gleich wieder in Kondition rein. So, was brauchen wir? Und zwar 11.388, oder? Ja, eine Seele und dann 11.388. Ah, 11.000. Eine? Passt. Weißt du was, komm? Wir probieren alle zu nehmen, um dann zweimal abzugraden. Bam, 8.000. Jawohl. Jetzt haben wir schon eigentlich alle zusammen. Genau, so ist das. Jetzt können wir zweimal upgraden. Finde ich gut. So, was nehmen wir denn? Wollen wir eigentlich das hier machen? Dass sie so ein bisschen Resistenzen aufbauen? Ich weiß nicht. Nee, oder? Komm, scheiß an. Ich will auf jeden Fall einmal Vitalität haben. 1361. Der Ring gibt uns 2 pro Sekunde. Also das ist... Leute, das lohnt sich nämlich. Ich glaube, den Ring können wir ablegen, den anderen. Und... Boah. Der bringt irgendwie gar nichts. So viel... Alter, da bringt uns das deutlich mehr... Geschick. Ja, machen wir noch einen von da. Und dann ist es gut. Und ich glaube, wir lassen jetzt wirklich den Ring bleiben. Und nehmen dafür statt diesen Ring hier. Weil, ich meine, er stellt so wenig TP wieder her. Jetzt pass auf, wollen wir mal den ausprobieren mit dem Explodieren? Ich würde sagen, probieren wir mal den aus mit dem Explodieren. Ansonsten nehmen wir... Erhöht körperliche Angriffe. Weiß nicht, wie viel Stärke der, wie viel Schaden der jetzt mehr macht. Wir können ja mal gucken, was das bewirkt. Also jetzt haben wir, schauen wir, machen wir es mal so. Sorry, dass es jetzt wieder eine dumme Folge wird, ich weiß, aber wir haben jetzt Angriff, rechte Waffe. 311, okay? So, jetzt machen wir, scheiße. So, okay. Jetzt machen wir den Ring ran. Und haben jetzt 331. Also es ist ein kleiner Buff. Ist nicht viel, aber der Schaden ist auf jeden Fall erhöht. Okay.
jetzt, wenn wir den hier nehmen mit Kabum. Den probieren wir mal aus, oder? Komm, den probieren wir mal aus. So, wo müssen wir hin? Da. Schauen wir mal, wie viel Schaden der, also wenn wir mal wirklich kassieren, ich probiere jetzt ganz normal weiterzukämpfen. Aber wenn wir kassieren, versuche ich jetzt mal zu gucken, was uns, also wie viel Damage. Ah, hier müssen wir runterjumpen, oder was? Boah, wer ist er denn? Nee. Gehen wir erstmal geradeaus. Da oben ist eine Kiste. Was ist das für Kusch? Ah! Was? Oh Gott, ist schlecht. Er leckt mich am Arsch, ist das ein Witz. Okay, hier ist ein E-Leuchtfeuer. Also, die gehen mir gewaltig auf den Sack. Okay, also diese Explosion war ja wohl ein Witz. Das war ja wohl mega ein Witz. Also der Ring ist kaka. Verlangsamt Zerfall von Ausrüstung, ja, der wäre nützlich oder mehr Schaden. Ja, mal mehr Schaden. Jetzt pass mal auf, jetzt wenn ich mal nur zum Beispiel den Ding nehme hier, diesen, oh ja, TP-Wiederherstellung. Jetzt schaut sich mal meine Energie an. Ah, okay. Ja doch, der heilt mich schon eigentlich, ne? Und das... Naja, komm, scheiß drauf, nehmen wir den Ring. Ich weiß, es ist dumm, aber nehmen wir den Ring. Mehr Seelbaum auch, also scheiß drauf. Ist umsonst Heal, Mann, was soll's? Umsonst Heal. Das war jetzt schon ass hier mit diesem Geist hier. Was war das? Hä? Was ist denn das hier? Okay. Das hört sich... Hier geht's ja gar nicht weiter unten. Nicht aufgeben, Skelett. Eine komische Ebene. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Da unten war ein Gegenstand. Hier. Ich mach's jetzt einfach mal. Okay? Ich meine, wir haben eh nichts zu verlieren. Scheiße, was ist denn das hier? Was gibt denn hier so Fluch? Und wer ist er hier? Nein! Der sieht doch nicht, das sieht doch nicht cool aus. Das ist ein ekelhaftes Tier. Schlüssel voraus. Warum soll ich den Typen wieder bewegen, Alter? Geht's noch? Schaut euch mal den an. Gar keinen Fall. Und da drinnen. Ja, keine Ahnung. Der wäre irgendwie verflucht oder was ist das? Ich geh nochmal hin gucken. Oh, das sieht aber mies aus. Nee, du. Lass mal stecken. Ach, hier geht's weiter. Was gibt's hier? Nix. Oh. Witzig.
Naja. Da die Zeit jetzt eh schon wieder um ist, jump ich dann noch hier rüber. Warum kurz. Ah ja, okay, da geht's hier lang. Und sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.